Ja, ich bin's wieder, Markus von perlsgaming.de und wir sind dieses Wochenende auf der Simracing Expo. Natürlich ist auch unser Sponsor ActoRacer wieder mit am Start und wir haben wieder ein Mitglied von uns, was den ActoRacer testen durfte. Kurt, wie gefällt dir der ActoRacer? Ja, Markus, war super. Also, ich muss sagen, am Anfang war ein bisschen das Bremspedal schwierig, ein riesiger Widerstand. Das war anders, darum war ich manchmal ein bisschen neben der Strecke. Aber sonst, es war mega geil, besonders in den Schnellkurven, das war einfach nur geil. Randsteine natürlich auch, also man spürt wirklich richtig viel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, am Ende ist mir ein bisschen schwindelig geworden, weil es ist wirklich sehr viele Effekte. Aber das ist ja nicht schlecht, war mega cool. Ja, kann man öfters machen. Das Feedback, der Sitz, der bewegt sich und der ActoRacer hat etwas, was die anderen alle nicht haben. Der simuliert nämlich auch das Driftverhalten des Hecks. Ja. Wie ist das bei dir rübergekommen? Es war richtig gut. Also ich muss sagen, man hat beim Rausbeschleunigen richtig schön gemerkt, wie das Heck gekommen ist. Das hilft natürlich ein bisschen. Was soll ich da groß sagen? Es war mega gut. Man hat halt viel mehr gemerkt, als würde ich jetzt zu Hause sitzen und einfach nur mit Lenkrad. Ne? Also bist du auch einer von den Kandidaten, die mitkommen, wenn wir P1-Party bei ActoRacer in Düren machen? Definitiv, ja. Ja, Kurt, Simracing Expo, es ist viel los hier. Deine ersten Eindrücke, du bist ja das erste Mal jetzt hier. Ja, ich finde es eigentlich ganz cool, ziemlich groß, viel zu sehen, viele Aussteller. Mal gucken, wie weit es noch bei der Simracing Trophy jetzt für mich geht. Ich hoffe, dass ich ein bisschen wenigstens in die K.O.-Runde komme, Halbfinale vielleicht. Ja, mega cool hier. Auf jeden Fall wieder, hat sich gelohnt, auf jeden Fall jetzt schon. Ja, ja, danke Kurt und noch viel Spaß hier. Danke, danke. Und jetzt haben wir auch den zweiten Fahrer von uns, der den ActoRacer mal testen durfte hier auf der Simracing Expo, nämlich unser Tobi. Tobi, dein Feedback? Gigantisch. Es ist kaum zu beschreiben, wie viel Feedback du von dieser Hardware bekommst. Das Fanatec Equipment in Verbindung mit den großen Bildschirmen, in Verbindung mit diesem ActoRacer, das ist einfach gigantisch. Du musst erstmal diese ganze Informationsflut, die da auf dich einprasselt, erstmal verarbeiten können. Das ist Wahnsinn. Ja, ihr durftet hier ja nicht nur den ActoRacer testen, sondern auch die V3-Pedalen. Wie ist da denn das Feedback? Die Bremse ist unheimlich schwer zu treten. Also braucht man schon Körpergewicht auf der Bremse, ja? Na, auf jeden Fall, aber man kommt rein. Es ist eine riesengroße Umstellung zum Lobitech, aber das Force-Feedback ist echt Hammer. Und du kannst auch die Bremse viel besser dosieren als beim Logitech, weil du einfach viel mehr Widerstand hast. Ja, gehört hier eben die Frage gestellt, die Frage gestellt ist auch die Frage. Bist du auch dabei, wenn wir mal einen Großbesuch bei ActoRacer Düren machen? Ja, immer wieder gerne, sofort. Ja, also ihr seht, kommt zur Expo und testet auf jeden Fall mal den ActoRacer. Es ist ein megamäßiges Erlebnis. Ja, und selbstverständlich haben wir auch denjenigen, der hinter dem ActoRacer steht, nämlich den Thorsten. Thorsten, das ist deine Idee, deine Entwicklung. Wie viel Zeit steckt in diesem Gerät? Ach du Schande, Zeit, also da kann ich schon gar nicht mehr richtig in Worte fassen. Ich kann sagen, wir haben gut ein Jahr an der Konstruktion von dem Rahmen gearbeitet.
als wir das erste Mal mit einer Rennsimulation, mit einem Programm gearbeitet haben, da haben wir knapp 350 Stunden nur fürs erste Setup gebraucht, um die Bewegungen wirklich anzugleichen an das, was da auf der Rennstrecke passiert. Haben da unsere eigenen Erfahrungen auch einfließen lassen, aber ich kann es schon gar nicht mehr erzählen. Also viele, viele Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Stunden. Wie viele Bewegungen kann der Actoracer ausführen? Bewegungen in Form von was kann er simulieren oder also Bremsen, Beschleunigen, Kurven fahren. Ich halte extra mal das Wort Gehkräfte zurück, weil wir eigentlich der Meinung sind, man kann keine Gehkräfte simulieren. Wir verarschen eigentlich mehr oder weniger nur das Hirn. Wir gaukeln dem Körper und dem Gehirn vor, was er aus dem realen Fahren kennt. Wenn ich bremse, werde ich gegen das Lenkrad gedrückt, gebe ich Gas, werde die Hände entspannt. Wenn der Wagen im Heck ausbricht, dann geht der ganze Simulator ein bisschen mit, dass der Popometer aktiviert wird. Und ich denke mal, das reicht eigentlich, um eine gute Simulation abzuschließen. Gehkräfte ist nicht möglich. Man spricht zwar gern davon, aber es... Ihr wart ja letztes Jahr schon mal hier gewesen. Ja. Wie war da so die Resonanz gewesen von den Leuten? Also die Resonanz war eigentlich sehr gut. Die Leute waren sehr geflasht, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben aber im Gegensatz von damals zu heute auch einiges dazu gelernt. Wir haben letztes Jahr hier uns sehr viel auf Spielereien eingelassen und hier rumgestellt und haben das jetzt heute mal ein bisschen... Wir haben eine Linie jetzt da drin, also ich denke mal, das wird dieses Jahr noch ein bisschen erfolgreicher werden. Ja, danke für die kurzen Worte. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Erfolg hier und dass noch mehrere genauso geflasht sind wie wir. Uns hat Spaß gemacht. Wie gesagt, kommt zur Simracing Expo, testet mal den Actoracer und vielleicht sehen wir euch auch demnächst in Düren im Center. Ich bin Markus von P1 Gaming. Siegburg. Genau, Siegburg, nicht Düren. Siegburg war es, richtig. Bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.